Oh, hier ist er. Guck, ich stehe ihn auch davor. Naja, wenigstens was. Okay, Baumwolle, Baumwolle. Na, bei unserem Glück. Nee, Sehnen, 4 Stück. Hallo und willkommen zurück bei Subsistence. So. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich hatte ich heute so den Plan, dass wir vielleicht mal so langsam in die Richtung kommen, dass wir uns ein bisschen Ausrüstung bauen und die Tauchbank bauen. Weil ich möchte gerne mal da runter tauchen. Du bist gerade in Seesprung, oder? Mhm, ich hab mal Rehe getötet. Und dabei springst du ins Wasser? Ja, welche liegt. Mach ich doch immer Arschbomben, ist doch klar. Okay. Okay, cool. Ja, ich weiß nicht, wir wollen mal gucken, ob wir heute mal vorankommen und uns wenigstens die Weste bauen. Obwohl die bei dir ja überflüssig ist. Witzig. Bisschen, wa? Und dann mal gucken, was wir für die Tauchbahn brauchen. Wir brauchen Perlen, viele Perlen. Wir müssen eventuell mal die Seen abtauchen nach Perlen. Und Tauchbank. Und dann wäre eben das nächste Ziel, dass wir mal runter in die Höhle können. Aber erstmal Weste. Weste. Ja, was also brauchen wir Klamotten. Denn? Klamotten wäre schon ganz cool. Dann könnten wir vielleicht mal das ein oder andere Lagerfeuer machen. 5, 2, 3. Müssen wir natürlich auch wieder das Essen so ein bisschen fokussieren, dass wir gutes Essen uns kochen oder braten, backen und unsere Gesundheit ein bisschen pushen. Also, dass da so wenigstens 75, 80 kommen dann irgendwann demnächst. Ich brauch die dicken Seile. Wo stell ich denn die dicken Seile her? In der Tasche. Nee. Auf die Spitzhacke oben und dann unten rechts irgendwo. Ach doch. Sehnen. Stopp. Ja, also eigentlich sollten wir ein bisschen was haben. Für die Sachen. Warte mal. Also so wir gerade ja gefütterter schon Stoff. Der komische gefütterte Stoff. Gefütterter Stoff braucht Baumwolle. Mike, stell mal ein bisschen hierher. Haben wir auch ein bisschen. Stell nur so viel her, wie du musst. Nicht einfach so irgendwas. Ja, aber ich will nicht rechnen. Ich stelle einfach her und guck, ob ich was habe. Ob ich genug habe. Federn. Geh weg aus meiner Kiste. Ich muss in die obere. So. Beste. 5. Also wir brauchen ja dann 10. Ja doch, also eine Weste kriegen wir hin. Für mich. So gut. Weil ich brauche Schutz. Du bist ja Imbar und du überlebst. Ja, ich bin richtig Imbar. Ohne Weste. Warum ist denn so leise hier eigentlich? So, Weste. Nun komm, eh noch. Also wenn wir beide eine Weste haben, dann brauchen wir auch noch einen Helm, wa? Ja, der Helm wird doch mal ein bisschen tricky, glaube ich. Okay, einen Helm habe ich schon mal hergestellt, weil ich es gerade konnte. Na toll. Ja, wa? Finde ich gut. Einfach so rausgehauen. Ja, ich applaudiere mir auch gerade so ein bisschen. Helm. So, ich habe einen Helm. Gleich. Weste. Ich brauche noch mehr so einen dicken Stoff. Oh, was hast du denn jetzt gemacht? Sie tötet. Wen? Alle. Feinde oder Tiere? Tiere. Tiere ist okay. Ein Tier. Der hat meine Kiste bewacht. Darf der nicht? Meine so, also Tasche. Ich habe einen Helm und eine Weste. Was machst du denn jetzt? Noch nicht. Warte ich bis demnächst. Oder du kriegst den Helm und ich krieg die Weste. Bis wir uns wieder was bauen können. Also bis wir wieder was zusammen haben. Was fehlt uns denn jetzt dafür?
Vor allem dieser komische gefütterte Stoff. Ja, das ist ja jetzt dann immer 5 Baumwolle oder so, wa? Warte mal, ich guck mal kurz. Also, ich habe erstmal einen Helm, warte. Helm. Weste. Ich brauche noch 3 so eine dicken Seile. 1, 2, 3. Okay. Oh Mann. Tut mir leid, dass ich das nicht immer stumm schalte. Das warme Bier. Ja, nee. Das warme Bier hat nicht geholfen. Nee. Ich trinke gerade hier so ein Havanna, so ein... Kuba-Liebchen? Ja, nee, aber das ist so ein veganer Havanna. Also das ist... Ach du Scheiße. der kommt mir nicht ins Glas. Ist auch nicht ein Glas, ist in der Dose. Aber Havanna, also so ein Rum ist doch eh aus... Oh weia, ey. Das ist jetzt gefährliche Halbwissen aus irgendeiner Pflanze. Stroh. Ich sage erstmal nicht falsch. Stroh. Aus Rohrzeug, irgendwie sowas, genau. Oh. Rum, ja, Rum. Ist doch eh vegan, oder? Ja, oder schneiden die da noch irgendwas mit drin? Oder beim Pressen vielleicht eine Maus mit gepresst, dass es nicht mehr vegan ist. Okay, wir haben nicht genug Baumwolle für eine Weste. Siehst du? Hab ich mir schon gedacht. Und noch nicht mal für einen Helm oder irgendwas. Ich glaube, wir konnten bloß 2 Teile bauen. Aber da du dir ja jetzt 2 Teile gebaut hast, wir brauchen noch einmal können wir keins einmal mehr. Wir brauchen noch... Alter, Vater, ey. Trink doch mal einen Schluck von deinem veganen Havanna. Ich trinke meinen veganen. Ach, warte, aber der Husten. Alter, ich sollte nicht reden. Das ist okay, solange ich nicht rede. Wenn ich rede, ist der Husten da. Ja, du musst bloß nicht so intensiv und laut reden und... Ich rede nicht laut. Einfach nur langsam. Pass auf, Pass auf. Also Weste kriegen wir nicht hin, aber Helm fehlt mir nur noch mal 3 Baumwolle. Also wir müssen noch so eine hässliche Dietrich-Kiste finden. So. Geht jetzt schon wieder los. Haben wir in der letzten Folge erst gemacht. Ja. So, Weste halt an. Also ihr könnt hier einen Helm bauen, wenn ich noch immer... Warte mal, was braucht der Stoff? Haben wir denn noch Baumwolle angepflanzt? Wir brauchen noch 3 Baumwolle, dann kann ich dir einen Helm herstellen. Haben wir noch welche angefangen von den Baumwolldingern? Nee. Nope. Nee, also wir müssen eine... Also ich hab noch einen Dietrich. Komm, such mal die Kiste. Bleib mal ruhig, ich muss jetzt mal kurz. Ich leg mal die Sachen. Bisschen auspacken. Stoff. Dit. 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 Und dit. Okay. Ich brauch 3-mal Baumwolle. Dann sind wir. Dann hab ich noch einen Helm für dich. Oder wir machen eben so. Hast du keine Baumwolle mehr? Nee, ich hab alle verbraucht. Oh. Aber ich könnte dir. Also ich behalte die Weste, du kriegst den Helm. Oder wir finden noch 3-mal Baumwolle. Finden wir bestimmt. Ja, wir brauchen nur so eine hässliche Dietrich-Kiste. Ja, aber die war letztes Mal nicht da. Da müssen wir mal gucken. Ich habe schon ein paar Wölfe hier weggemacht gerade. Okay. Haben wir hier noch irgendwas in der Falle? Nee. Oh doch. Ein Häschen. Wollen wir auch ein Häschen nehmen? Ja, mach doch. Ist eh leer. Nee. Doch, die Leila ist drin. Ja, aber also ist noch ein Platz frei. Ja. Okay. Mampft und mampft und mampft. Naja, sitzt ja nur am Schneidertisch und mampft, als wenn du 20.000 Bäume gehackt hast. Habe ich doch vorher. Da warst du noch nicht da. Guck hier. Ist rot. Kann ich mehr hauen, weil ich schon gehackt habe ringsum. So, jetzt nur Dietrich-Kiste, 3-mal Baumwolle und dann mache ich den Helm. Und ja, 3-mal Baumwolle, die müssen wir wahrscheinlich erstmal züchten, oder? Nein, wir finden 3-mal. Oh. 3-mal jetzt Baumwolle findest du so nicht. Na jetzt, was haben wir denn jetzt? April. Wahrscheinlich bald Mai. Na, aber in der Kiste ja ist auch 3-mal Baumwolle fertig.
Aber doch nicht. Ja, aber meist sind da dann nur Samen drin. Ja, ich will aber fertige Baumwolle. Könnte schwierig werden. Du hackst auf mich, nicht auf den. Chris. Bist du noch letztes Mal? Ja, hier war das mit dem Wolf, wa? Mhm. Hast du gesehen, wie er mich von hinten angesprungen hat? Ja, ich hab auch gedacht, scheiße, das hätte man von meiner Sicht aus auch. Ich hab gehackt, hab den gesehen, hab gesagt, ach du Scheiße, und bin dann ein Stück zurückgegangen. Dann ist er auf dich raufgesprungen. Ja, da war mein Kopf schon weg. Holz kannst du später machen, such die Kiste. Ja, aber die taucht ja nicht einfach auf. Doch. Okay. Wenn du läufst, irgendwann siehst du sie. Ich sehe sie nicht. Ich laufe und sehe sie nicht. Such sie. Oh, hier ist sie. Guck, ich stehe ihnen auch davor. Naja, wenigstens was. Okay, Baumwolle. Na, bei unserem Glück. Nee, Sehnen, 4 Stück. Glasplatten. Noch nicht mal Samen? Nee. Glasplatten, Mist. Sehnen, Eiweißriegel, Patronen, Kram. Das war's. Hm. Und nu? Haben wir noch den zweiten Dietrich da? Ja, aber... Wie spät haben wir denn? Doch, ich hab noch einen Dietrich bei... Was siehst du? Alter Vater. Dann gehen wir zu Hause dran vorbei. Ja, ich pack erst aus. Und dann gehen wir da hinten so rum, so mal gucken, ob wir unterm Puma da. Nee, in die alte Hut. Da ist der Dietrich auf der Wiese hinten. Ja, aber da sind die. Da ist eine Base. Ja, na und? Dann umrunden wir die. Nee. Hier hinten ist nicht nochmal eine Kiste. Doch, ist. Warum hatte ich 2 Dietrichs dabei? Na, weil ich schon eh gebaut hatte und den. Ja, aber warum habe ich denn die bei? Weiß ich auch nicht, weil du wieder so gierig warst. Nur gesehen hast, Dietrich meins. Ich weiß ja nicht, wie sich so ein Ding anfühlt. Willst du ihn haben? Nee, jetzt will ich auch kein Dietrich mehr in der Hand haben. Mi. Warte, ich packe aus. Oh, ich werde mal ein bisschen bei den Hühnchen reinpacken. Was braucht man für die Gerichte? Auch Tomaten? Mhm. Nee, Tomaten braucht man nicht. Zwiebeln, Dings und Dings, da. Okay, dann hau ich die beiden Tomaten bei den Hühnchen rein. Und Häschen, Hühnchen, bei Leila und ihrem Freund. Mhm. Na? Ach, krass. So. Okay. Ich weiß nicht genau wo, aber trinken wir nicht schlecht. Tja. Dann gehen wir in Richtung Schneepuma. Und da unter irgendwo muss auch eine Kiste liegen. Mhm. Ich glaube, die alte Hut ist besser, aber ja. Aber die Base ist ziemlich zentral, also wir können da hingehen, ja, aber wenn wir die alle an Backe haben, was machen wir denn? Töten! Ich hab noch 5 Schuss für Schrot und 5 Schuss für Gewehr. Ich möchte den scheiß Revolver haben. Mit dem kann ich viel besser schießen. Na, was kostet der denn? Ist nicht, warte mal. Der hatte doch. Peng. 5 Waffenteile. Oh, 10 und 5 Waffenteile kriegen wir hin, oder? Ich weiß nicht, wo wir die Waffenteile haben. Ja, mehr keine Waffenteile, warum nicht? Doch, müssen wir. Fuck, doch, da unten war da. Oh, guck mal, ich mach mir den Revolver jetzt. Ah, nee, wir haben nicht genug Metallschrott. Fick! Metallschrott? Ja. Haben wir nicht. Doch, da. Nein, wo denn? Unter der Werkbank. Wir haben ja aufgeräumt. Oh, wenn du umräumst. Warte, ich mach mir den. 1, zack. Holt sich schön. Oh, Angel raus. Angel raus. Also gehen wir jetzt da rum, oder was? Und schleichen uns da vorbei. Wird da niemand. Doch, wird was.
Ich nehme mal Muni für den Revolver mit. Der Revolver ist aber nicht klein. So viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6, 5 oder 6 gehen rein. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Nicht so viel mit. Das ist alles weg. Nein. Du stirbst eh. Ich sterb nicht. Los, komm jetzt. Warte, warte, warte. Falsche Richtung. Ich brauche noch Pfeile kurz. Pfeile. Ich brauch. Warte, 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 warte. Stöcker. Und Nägel. Mann, in der Zeit kriegen andere Kinder. Mach doch. Ja, Mann, du warte doch auch. 1, 2, 3. Warte, warte, warte. Was mache ich denn seit 3 Minuten? So. Okay, bin bereit. Nee, warte, warte, warte. Bin nicht bereit. Mm. Ja, 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 warte. So, jetzt. Jetzt kann ich. Okay. Ho. Töten. Komm. Nee, wir töten gar nichts. Doch, wir töten. Wir töten nichts. Wir gehen jetzt dahin und schleichen uns dran vorbei durchs Wasser. Und töten. Und versuchen die Kiste zu kriegen. Und töten. Nein, töten wird... Nee, gibt's nicht. Töten. Ich lauf weg. Du kannst alleine sterben. Ich sterbe nicht. Du musst ja eh vorgehen. Du bist ja gepanzert. Du bist ja der Tank. Mhm. Du musst ja vorgehen. Mach ich. Oh. Wie viel haben wir denn? Oh. Bisschen Latte machen. Ey. Falsche Knarre. Nein. Hast du ein bisschen Angst? Einen kleinen Bogen. Ja, wir müssen ja irgendwie so in die Richtung von dem Mammutbaum da am Wasser unten kommen. Ne? Mhm. Aber wir können jetzt bald schon rechts hochgehen. Weil manchmal liegt die Kiste hier schon irgendwo. Ja, aber da ist die Base. Genau da, rechts oben an der Zaunecke ist die Base. Ein Stückchen geradezu noch. Zeig mal. Ja, geh mal alleine gucken. Da ist sie. Oh. Die Dietrich-Kiste? Nee, die Base. Hm. Wo bist denn du? Na, an unser. Ach, da, ja, ja, ja. Da ist ein Bär im Wasser. Wollen wir bist du dran vorbeigekommen? Nee. Bin hinter dir. Und du? Guck hier. Auch nicht. Wir müssen da irgendwie. Komm, vorbei. Wir machen eben Bär tot. Nein. Doch? Doch. Klar, ich hab Pfeile, ich hab Muni, komm. Ich hol den. Warte. Klar, ihr Alte vom Präsentierteller von den Banditen. Komm. Ich hab'n. Mhm. Kappen. Kappen. Nicht dahin laufen. Nein, ich geh nur hier hinter dir. Kappen. Mhm. Kappen. Oh, der isst mich. Kappen. Mhm. Oh. Tot. Geil. Gut. Das war gut. Oh, viel Fett. Hände waschen. Okay. Mhm. Schön. Die können sich gleich dran gewöhnen, dass sie eh nicht rumlungern müssen bei uns. Wollen wir hier nochmal töten? Nein, 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 komm, wir brauchen die Kiste. Mann. Da waren 8 oder 9 insgesamt. Ja, aber ich hab Muni, komm, wir töten. Nein, Mann. Wir brauchen die Kiste. Aber auch die Zahnräder. Oh, fuck.
Okay, ich komme. Dann. Hüpf. Hüpf. Nee, ich hüpf jetzt auf die Treppe auf, der Kammelmann. Kappen. Kappen. Happen. Happen. Komm auf die Treppe rauf. Nö, warum? Triff ihn hoch, Alter. Hab ich ja zweimal, rennt er weg. Pfeifen ihn. Mit den. Ich hab keine Nägel bei. Warte, ich hab. Oh, den krieg ich wieder. Tot. Oh, High Duty macht, wa? Wo ist mein Pfeil? Subsistence wieder gefressen. Kann auch sein. Bei mir hat es nicht angehört, als wenn der kaputt ist. Ein Pfeil habe ich noch. Na, willst du dem jetzt das Leuchtding reinstecken und eine Lampe draus machen? Fett. So, können wir jetzt versuchen, die Kiste zu kriegen? Ja. Nicht, dass hier eine Angel kommt. Ich hätte ja noch irgendwie so einen Jäger. Dann nehme ich lieber die Kiste mit ein bisschen. Und wenn es nur Baumwollsamen sind. Hier ist nichts. Wird schon mal. Irgendwo muss die ja sein. Ja. Oh, da sind sie alle. Liegt bestimmt bei denen vor der Base. Pass mal auf. Wir kommen da nicht ran. Andere Sachen darfst du aber auch sammeln, wenn du möchtest. Ah. Fuck. Ah, ich glaube. Dann geh ins Wasser, wenn sie an dir dran sind. Hm. Tja, das Stückchen haben wir auch schon aufgefilzt. Fuck, beißt nicht. Hätte ich gegessen. Mach was. Ich hab ihn immer angeschossen. Aber ich hab bloß noch einen Pfeil gehabt. Okay. Ja. Mal die gute Muni, wa? Hab ich ihn? Ach, der ist schon tot. Fuck. Ich hab ihn schon ausgeweitet. Ja, aber dann sag es doch. Ich dachte, du hast es gehört. Nein. Tja, nehme ich jetzt die Binde? Kommt drauf an, wenn du schon ganz schön weit runter bist. Ah, nimm die doch, ist egal. Ja. So, Kiste, komm. Ja, du such nicht direkt hinter mir, weil da findest du nichts. Vielleicht also doch. Oftmals. Mit deinen Fischaugen. Das kann sein. Manchmal übersehe ich es bestimmt, aber. Wo jetzt sind denn die Kumpels weg? Ja, das ist schon noch ein Stück. Ist nix. Oh, ja. Nee, ich glaube, hier ist nicht viel für uns. So ein guter Bär. Das ist so. Wenn man. Ich weiß ja nicht, ob die immer hier landen. In der Region, die Kisten. Oder ob die. Ja. Du da wenigstens einen Tag mal langlaufen musst. Das ist nur Eisen. Nee, ich glaube, die Spots bleiben.
Schwierig. Könnte man eine Nachtwanderung machen und gucken, ob wir auf der anderen Seite noch was sehen oder wir gehen wieder nach Hause. Aber ja, nachts wirst du wahrscheinlich so eine Kiste auch nicht doll sehen. Denk ich auch. Ja, aber es ist allzu dicht, will ich zu den Typen auch nicht ran. Ja, das stimmt. Die müssten ja jetzt hier hinter irgendwo. Ja. Komm. Und hier lag auch immer die Kiste irgendwo. Warte. Hier. Nee. Hast du? Nee, nee, ich hab eine Kiste, aber nicht die. Ja, die hab ich vorhin auch gesehen. Ich wollte bloß nicht so dicht dran, fuck, weil da der Kumpel schon ja, kommt. Ja, ja, da kommt er schon. Aber der rennt noch nicht. Geh lieber Richtung Wasser. Aber der hat schon die Knarre hinter. Ist er hinter mir? Nee. Der läuft wieder zurück. Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich mal zurück mache. Na. Ja. Ja, was? Die Base ist echt zentral. Also da jetzt drumherum so zu suchen. Nee, schwierig. Bringt nicht, glaube ich. Also hier zwischen so, wo dieses Fundament ist und so, um zu gucken, so ja. Aber vielleicht liegt sie irgendwann mal günstiger, dass man die mal ein bisschen in der Nähe vom Wasser abgreifen kann. Aha, müssen wir eben in anderen Kisten. Ja, drei Baumwolle, dann kann ich noch einen Helm machen für dich. Hat wir eine Pflanze? Ja, weil das andere haben wir. Ah, du sagst ja, wir haben keine Pflanzen mehr. Nee, nee. Nee, dann schwimme ich jetzt Richtung Heimat. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Hause. Genau. Ja. Ja. Geil. Ja, ist so ein bisschen. Ja, gut, du hast ja Klamotten an, ich bin ja noch. Ein paar Millimeter. Ja, gut, dann schön, dass er wieder dabei wart. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Dietrichkisten, Baumwollenerfolg und so weiter. Und dann werden wir gucken, dass wir Sobo noch ausstatten und dann die Tauchbank. Und dann hoffentlich vielleicht mal einen kleinen Tauchgang machen. Bis dahin. Haut darin. Schönes Wochenende. Ciao. Thank you.